Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und Leute, ja, ich bin auch mal wieder da. Und heute wird es auf jeden Fall ein richtig, richtig nices Video geben. Ich werde auf jeden Fall Packs öffnen. Und genau, morgen wird es auch noch ein Team-Update-Video geben. Da seid auf jeden Fall auch darauf gespannt, denn ihr werdet gleich sehen, ich habe über 30 Millionen dann auch. Das wird ziemlich nice. Und ihr entscheidet jetzt auch mal bitte in den Kommentaren, schreibt in die Kommentare, wen soll ich mir... Oh, ich habe ein Reiseticket, geil. Reiseticket bekommen, sehr nice. Wen soll ich holen? Soll ich mir entweder... Zwei Leute stehen zur Auswahl und ich sag euch auch gleich, Gosens kommt später noch. Den werde ich mir jetzt erstmal noch nicht holen. Aber wen soll ich mir holen? Soll ich mir einen Alfredo Morales von Fortuna Düsseldorf holen? Den 101er. Oder soll ich mir einen Jadon Sancho holen, den 101er auf RM-Position? Natürlich ist Sancho ein größerer Name als ein Morales. Aber es wäre schon, zum Beispiel auch für Morales, es wäre halt gut, weil mein Serda, der ist jetzt nicht mehr so der Beste. Der ist jetzt schon ein bisschen outdated und genau, deswegen wäre das gut. Aber auf der anderen Seite wäre es halt auch super, mit einem Jadon Sancho zu spielen, weil der hat babamäßige Stats, wirklich. Also... Ja, also Leute, entscheidet auf jeden Fall mal unten in den Kommentaren. Das würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. So, das heißt, wir gehen jetzt mal zu Goldstadt. Und ich denke mal, ich kann jetzt hier auch mal das eine Reiseticket auch mal hier anwenden. Ich weiß nicht, was soll ich denn öffnen? Also das Beste, was ich hier mal gezogen habe, waren 300.000 Münzen. Ich öffne jetzt einfach mal das hier. Komm, 500k. Das wäre absolut krank. 100k, okay. 100k ist in Ordnung. 100k in Ordnung. Das heißt, wir können uns auch jetzt hier den ersten Spieler abholen. Ich weiß, ich bin jetzt nicht so weit, weil ich auch sehr viel versus Angriff gespielt habe. Und da gibt es halt auch diese Packs nicht. Und okay, hier. Zack. Kriegen wir jetzt ja auch noch den Grueso, oder? Ja, Grueso. Okay, erste 85 plus Spieler. Ich kann ja mal nachschauen. Ist der irgendwas wert? Ja, bestimmt nicht, weil den kann ja jeder kriegen. Den kriegt ja wirklich jeder. Hier, Grueso, bist du irgendwas wert? Ja, nee, gar nicht. Ich habe gesehen auch, ich habe meine ganzen Spieler verkauft, deswegen habe ich auch 30 Millionen. Und ja, ein Problem habe ich. Almiron geht einfach nicht raus. Egal für welchen Preis ich ihn draufstelle, er geht einfach nicht raus. Ich hoffe, dass er bis morgen zum Video dann rausgegangen ist, weil, ey, wirklich, ich habe den schon jetzt dreimal auf den Markt gestellt und ständig geht er nicht raus. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass er als nächstes dann auch rausgehen wird. So, das heißt, wir gehen jetzt auch weiter hier mit den Spielen. Genau, und ihr habt auch gesehen, TOTW-Packs gibt es heute auch noch. Also ordentliches Pack-Opening-Video hier am Start. Das heißt, ich gehe jetzt zuerst mal hier, ja, zu den 75-Plus-Spielern und wir sehen uns dann wieder beim Endstand. Okay, Leute, jetzt ist das Pack auch da. Ich habe hier ordentlich gewonnen und ja. Also, Leute, mal schauen, was wir hier ziehen. Ich bin natürlich sehr, sehr gehypt. Okay, komm, hier, erster Spieler, gönn. Okay, XP. Und jetzt 75er Fun Anhold. Achso, man kann hier auch. Ah, man kann hier auch TOTW-Spieler ziehen. Oh, 77er Gregoritsch. Und gönn. 79er Krishito. Oh, das war jetzt nicht so gut, aber vielleicht sind die ja noch irgendwas wert. Vielleicht kann man die nochmal ein bisschen verticken. Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Schauen wir mal. Ich gucke dann später nochmal nach. Okay. Das heißt jetzt hier als nächstes einen Eldorado-Spieler. Ich glaube, was ist der höchste? Oh, man kann hier sogar einen 96er ziehen, den wahrscheinlich niemand ziehen wird. Aber trotzdem, let's go hier einfach. Wir sehen uns dann beim Endstand natürlich wieder. Okay, Leute, ich habe das Spiel auch nice gewonnen, natürlich am Start hier. Der Sieg ist ja auch ganz klar 5:2 hier gegen Tigris. Okay, ich bin jetzt mal gespannt auf den Spieler. Bitte EA. Bitte, ja genau, EA. Wahrscheinlich EA, bitte gönnt. Okay, Pack wird angezeigt, das ist gut. Komm, yay, gönn, yay, nochmal, bitte. Und, och, 89er Montes. Der ist animiert, oder? Sind alle animiert? Oder ist der ein bisschen mehr wert? Ist der ein bisschen mehr wert? Das wäre ja natürlich nice. Oder sind die alle animiert? Ach, die sind alle animiert, oder? Nee, die sind nicht alle animiert. Okay, das ist nice. Das heißt, ich habe einen animierten bekommen. Gut. Da freue ich mich natürlich, da freue ich mich, Leute. Okay, das heißt, wir gehen jetzt auch rein hier in Geheimgold. Da habe ich den nächsten Spieler. Da kann ich auch den nächsten Spieler abholen.
ein 86 plus Spieler. Ja, genau, 86 plus. Ja, leider gibt es hier keinen 90er, aber 89er würde doch schmecken oder ein 88er. Also, Leute, let's go. Wir sehen uns dann auch wieder beim Endstand. Okay, Leute, let's go hier. Der 86 plus Spieler, glaube ich, ja, oder? Okay, Leute, let's go, wird er angezeigt. Oder gibt es noch ein Pack? Es gibt... Was passiert? Ah, es gibt ein Pack, okay. Es gibt hier ein Pack, okay. Let's go, bitte. Ihr gönnt 86er. Jetzt gönnt ihr ihn nicht mehr. Und nicht mal animiert. Oh, der wird nichts mehr wert sein. Und sogar LS, das war es wirklich komplett. Irgendwann eine Formation, also eine Position, die niemand braucht. So, jetzt gucken wir schnell mal nochmal. Hier im Goldpfad wollte ich auch noch zeigen. Ich mache ja hier Road to Pizarro. Und genau, soweit bin ich schon. Ich habe schon zwei Spieler abgeholt. Einer fehlt noch hier. Und dann geht es hier auch weiter mit Skill Boosts und allem möglichen Zeug. Genau. Ja, die werde ich mir dann im Laufe des Events noch abholen. Das ist, steht auf jeden Fall hier nochmal fest. So, das heißt, wir gehen jetzt auch rein hier in die TOTW-Packs, die ich bekommen habe. Natürlich zuerst mal hier den 86-Plus-Spieler. 66-Plus. Ja, ich war hier schon voll hier wieder drin im 86-Plus-Spieler-Modus, wie gerade eben. Okay, wir kriegen 71er Tosetti. Warum auch nicht? Warum auch nicht? So, okay, als nächstes. Jetzt wird's interessant, Leute. Jetzt wird's interessant. Ich bin auf jeden Fall ziemlich gehypt. Okay, wir kriegen 300.000 Münzen. Das haben wir über 30 Millionen. So, jetzt Trainings-XP. Erster Spieler, Gachi. Zweiter Spieler, Ferguson. Und komm, oh, Klich. Und jetzt bitte komm, gönn ihr. Gönn, letzter Spieler, gönn. 78er Delore. Oh, schade. Schade, aber ja, nice Pack eigentlich. Ja, waren ein paar Spieler dabei, vielleicht kann ich sie noch für ein paar Münzen verkaufen. Und genau, ich hoffe auch, dass ja mein Almiron auch bald mal rausgeht. Ich hoffe einfach mal, dass der irgendwie jetzt mal rausgehen könnte. Ja, das ist halt, so eine Sache mit dem. Ich stelle den noch einmal für 2,7 Millionen rauf. Und wenn da nicht rausgeht, dann geht er niemals raus. Wirklich, dann geht er niemals raus. Er wird einfach nicht verkauft. So, und Leute, damit will ich jetzt auch das heutige Video beenden. Morgen wie immer auch noch ein Livestream. Und das, ja moin. Am Montag gibt es natürlich den Livestream. Und morgen gibt es ein anderes Video, das Team-Update-Video. Schreibt in die Kommentare, wen soll ich mir holen. Soll ich mir einen Morales oder einen Sancho holen? Und dann würde ich jetzt auch an dieser Stelle sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Geil. Neues Emoji. Mach aus dem Loch. Wie sieht man nicht?